Ich hatte mal, 2014 hatte ich mal ein Video gemacht über die Haarmethode. Das war mein allererstes. Denkbar schlechte Tonqualität und eine halbe Stunde lang. Ich habe einfach den Unterricht mitgeschnitten. Ich muss das mal kürzen und neu machen. Also, es geht hier in diesem Video um die Haarmethode selber. Teil 1 ist die Erklärung. Wie funktioniert die? In Teil 2, da könnt ihr, wenn ihr wollt, die Haarmethode mal üben. Also, da machen wir das schrittweise. Hier erkläre ich es nur. Und im dritten Teil, wie wendet man die Haarmethode an? Letzten Endes geht es ja um dieses Thema hier. Die Steigung kann man natürlich in diesem Punkt hier zum Beispiel über die erste Ableitung ermitteln. Aber wenn ihr das noch nicht hattet oder gerade erst mal mit der Haarmethode angefangen habt und noch nicht so richtig wisst, warum, dann kommt das im dritten Teil. Ich werde hier immer Links anbringen, also zum Schluss sind Links, die zu den einzelnen Teilen führen, und teilweise werde ich auch zu anderen Sachen, wo man nochmal praktisch wiederholen kann, werde ich hier oben links anbringen. Wenn ihr hier ein I seht, dann geht da ruhig rauf. Wenn ihr es nicht seht, tippt mal mit dem Finger oder mit der Maus hier oben rein, dann erscheint ein I. Wenn ihr das anklickt, erscheinen dann hier lauter, beziehungsweise je nach Gerät, erscheinen lauter Links zu diesen einzelnen Videos. Dieses wartet hier, könnt ihr also nichts verpassen und dann an der richtigen Stelle weitermachen. So, na denn, auf zur Haarmethode. Es geht letzten Endes jetzt nur um das pure Grenzwert berechnen, wenn hier unterm Strich, unterm Bruchstrich, eine 0 entstünde. Warum? Wenn ich das x gegen 5 laufen lasse, dann entsteht hier 5 minus 5 eine 0. Und da wird es schlecht. Und da bilden wir uns das H. H-Methode, H von Hysterese. Da bilden wir uns was ein. Wir schwindeln also ein bisschen. In der Mathematik macht man ja gerne mal. Wir ergänzen was, substituieren was, was auch immer. Und wie das geht, machen wir so, indem wir sagen, naja, damit mir dieser Quotient hier nicht plötzlich dann 0 wird, beziehungsweise der Divisor nicht 0 wird, ersetze ich das x durch h plus 5. Das machen wir jetzt mal direkt zusammen und gucken uns mal an, wie das aussieht. Ich schreibe es mal extra ein bisschen größer, damit es auch auf dem Handy besser zu sehen ist. Wir schreiben also der Limes, und jetzt schreiben wir nicht x gegen 5, sondern das werden wir gleich sehen, warum. Und jetzt ersetzen wir mal das x² hier oben, das heißt h plus 5 in Klammern zum Quadrat. In Klammern zum Quadrat, das ist wichtig, weil x ja h plus 5 ist, aber hier steht eine Summe, also müssen wir die einklammern. Und dann schreiben wir ganz einfach wieder weiter, minus 25, das ist diese 25 von hier oben. Und hier unten schreiben wir statt des x wieder h plus 5, also h plus 5, und da steht dann noch die alte minus 5 da. Die dürfen wir nicht vergessen. Und jetzt geht es nicht mehr darum, was das x hier macht, sondern ich habe ja gar kein x, sondern ich schreibe ganz einfach, h soll gegen 0 gehen. Das kann man nämlich machen. Diese eingebildete Größe gegen 0 gehen zu lassen, heißt nicht, dass hier gleich nichts passiert. Aber jetzt könnte man ja denken, na warte mal, die 5 und die 5, die werden ja sowieso zu 0. Und wenn das hier unten eine 0 entsteht, ja, dann kriege ich wieder Ärger. Nein, jetzt kommt der Trick. Wir machen weiter. Das ist also, und jetzt schreiben wir das am besten mal in diesem Fall auf die neue Zeile wieder, der Limes von diesem Ausdruck hier, der ist, und jetzt multiplizieren wir den ganzen Quatsch aus. Das ist die erste binomische Formel. Werde ich wahrscheinlich mal einen Link hier oben anfügen. Also Bruchstrichen malen. Hier unten steht ja nur noch das h. Wir kümmern uns später um h gegen 0 laufen lassen. Und hier multipliziere ich aus, dann ist das h². Ne, jetzt kommt plus 2ab, also plus 2 mal 5 ist 10 mal h, also 10h. Und 5 mal 5 ist 25. Oh, ja. Plus 25. Und jetzt kommt meine alte 25, diese minus 25 kommt dazu. Oh, das sieht aber ganz hübsch aus. Denn jetzt kann ich wieder sagen, die beiden 25 hier, die heben sich auf. Jetzt geht es aber immer noch nicht so schön weiter, wie man hofft, sondern wir müssen nochmal schreiben. Und zwar wieder der Limes. H wird gegen 0 gehen. Und ich kann jetzt nicht kürzen, aber ich kann es vereinzeln. Ich kann bei gemeinsamen Nenner, kann ich auch schreiben, von h² durch h plus 10 mal h durch h. Na, das ist doch wunderschön. Und jetzt kann man die h's zum Beispiel rauskürzen. Was bleibt übrig? Die 10. Macht ruhig einen Kringel drum, das ist nicht verboten. Und hier habe ich h² und h. Geteilt durch h ist 1, geteilt durch h ist h.
Man kann auch hier oben den Exponenten wegstreichen. Aber ich mache es mal extra ein bisschen ausführlich. Jetzt schreibe ich es mal sauber, damit ihr seht, wie das aussieht. Also der Limes, wenn h gegen 0 gehen soll, von, was bleibt jetzt übrig? Hier ist ein h und Grenzwerte, die darf man addieren, plus der Limes, h wird wieder gegen 0 gehen, von, ja hier, 10 mal 1 durch 1 ist 10. Und der ist gleich, wenn ich jetzt h gegen 0 gehen lasse, steht hier 0, ich schreibe es mal in einer grünen Farbe drunter, dieser Ausdruck wird 0, weil h ja 0 sein darf. Und dieser Ausdruck hier, der wird, ja, ich habe kein h, also bleibt die 10. Also kommt raus 10. Das war's schon. Das ist die h-Methode rein rechnerisch. Jetzt zum Schluss werde ich Links anbringen, und zwar, wie schon versprochen, einerseits zum Üben der h-Methode, müsste jetzt gleich erscheinen, und wie man dann die h-Methode anwendet, um Steigungen zu ermitteln. Gut, ich hoffe, ich habe es ausreichend erklärt. Bis später, zum nächsten Video oder bis irgendwann mal. Macht's gut, tschüss.